Willkommen zurück im Kackloch, auch genannt Labyrinthion. Wir sind auf den Spuren des Stabes des Magnus. Ich mag den Namen immer noch nicht. Aber, wie gesagt, oh, mein Mana hat sich gerade verabschiedet. Hat das jemand bemerkt? Oh Gott. Ah, ich erinnere mich, hier kommt ein etwas schwererer Gegner. Aber irgendwas wollte ich noch machen. Ach ja, genau. Ich wollte, ah, das habe ich auf Favorit gelegt, Gleichgewicht mal benutzen und mal kurz Quicksave und dann Gleichgewicht doppelt. So. Boah, Schnitzel. Da. Es. Uah. Ja, Selbstmord. Und das ist auch schon so ziemlich der stylischste Weg, Selbstmord zu begehen in Skyrim. Natürlich kann man sich auch noch Klippen runterschmeißen, die gute alte Art. Aber... Oder man kann sich auch selbst vom Feueratronach vergewaltigen lassen. Oh, aber dazu habe ich jetzt keine Zeit. Erstmal den Kampf. Kann ich ja gleich noch demonstrieren. Oh, mein Handy. Boah, wie ich es hasse. Ich hasse mein Handy so unglaublich. Immer dieser beschissene Wecker. Und der wird immer lauter, diese nervige Drecksmelodie, die höre ich 6-mal am Tag. Denn ich habe 6 Wecker eingestellt. Vielleicht wird man es irgendwann hören. Vielleicht hört man es jetzt schon. Ich hasse diese Melodie. Ich hasse sie so unendlich. Aber ich muss sie, ich brauche sie. Scheiße! Drecks-Handy, wo ist es? Ach, das ist in meiner Tasche. Oh mein Gott. Da. Diese Melodie höre ich über 50 Mal am Tag ungefähr. Gefühlt über 50 Mal. Gleich geht es wieder los. Oh mein Gott, ich hasse ihn so. Weg damit. Stirb! So, jetzt kann ich auch mal die Atronacken-Selbstmordmethode demonstrieren. So habe ich mich schon einige Male beim beschworenen Sachen. Ey, ich hasse den Atronacken sowieso. Irgendwie fällt mir gerade auf, dass ich sehr viele Dinge hasse. So. So, und jetzt die Atronacken-Selbstmordmethode. Was? Ach so, lol, das, ja klar, wollt ihr mich verarschen? Erinnert ihr euch noch in der einen Folge, ich habe ja darauf geskillt, dass meine beschworenen Waffen beschworene Kreaturen direkt verbannen. Und das habe ich mal bei den Atronacken da probiert und es hat nicht geklappt. Und bei meinen eigenen funktioniert das natürlich. Ja, Feuerblitze gehen nicht, Alter, was nehme ich denn dann? Feuerblitze, ich brauche nur einen anderen... Alter, das ist doch verarsche. Dann, komm schon, Drecksviech. Ey, ich will doch nur Selbstmord begehen. Was ist daran so schwer? Ja, komm hier. Oh, ne, mein Zauber ist zu stark. Jedenfalls können einen die Atronacken, das wollte ich damit... Oh, jetzt ist mein Atronack explodiert. Die können einen töten. Wenn man die angreift mit beschworenen Schwertern vorzugsweise, dann töten sie einen. Mal gucken, ob meine Fähigkeit, beschworene Viecher zu killen, auf die Geister hier wirkt. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Apropos, was ich noch tun wollte. Zu meiner Skillung. Meine zukünftige Skillung. Ich werde auch noch auf einhändigen Kampf gehen, damit meine beschworenen Schwerter effektiver werden. Scheiße. Komm schon, stirb, Dreckskopf. So. Oh, der will mich anschreien. Nee, ich habe ihn absorbiert. Den Zauber so scheiße, dann muss mich nur einmal treffen, dann bin ich im Arsch. Oh, jetzt habe ich keinen Mann. Was mache ich jetzt? Ich muss an ihm vorbei. So, jetzt habe ich jetzt Platz auszuweichen. Jetzt einmal anschreien. Eisform. Jetzt ist er eingefroren. Und ich kann hier stehen und. Na gut, ich glaube Schaden unterbricht perfekt. Jetzt haut er ab wohl. Das ist auch gut, dann kann ich Magika chilliger reparieren, regenerieren. Ja, komm her, du Spacken, ey. Ha. Schrei die Hand. Das ist eine gute Idee. Mein Gott. Irgendwie müsste man auch seine Magika-Regenerationsrate stärker erhöhen können. Es gibt ja einige Mods, die Magie... Oder beziehungsweise die Magier so etwas besser balancen, denn in mancher Beziehung sind sie ein wenig schwach. Zum Beispiel, wenn einen das die Magika ausgeht. Also reine Magier, mein Gott, ich will mal Magika sagen.
Aber ein Schrei. Ach, ist auch egal, das Thema. Ja, obwohl kann ich doch weiter erzählen. Wort der Macht mit einem Zeit verlangsamen. Das ist ganz nützlich. Manchmal. Aber das Dumme an dem Zauber ist, der verlangsamt ja die Zeit. Er verlangsamt einen selbst auch mit, der Zauber. Ja. Ich wollte ja auch noch ein paar Schreie aus meiner Favoritenliste nehmen. Eis vom... was benutze ich denn am meisten? Unerbittliche Macht. Wirbelwind, Sprint. Dahin schwinden ätherische Zeit verlangsamt. Ich habe noch eine Drachenseele über, dann benutze ich das jetzt. Und dann kann ich ihn auch gleich mal beim nächsten Mal ausprobieren. So, was ich sagen wollte wegen Magiern. Ja, da gibt es einige Balancing-Mods, aber... oh, da wird mir wieder mein Mana, Magika abgezogen. Aber einige von den Mods machen Magika auch so stark, dass... wieder, das ist schwer zu sagen, das hätte eigentlich der Entwickler am besten hinbekommen mit... oh, scheiße. So, jetzt verlangsame ich die Zeit. Man sieht, ich bin selbst auch verlangsamt, aber man hat auch mehr Zeit zu reagieren. Da den Zauber konnte ich richtig chillig ausweichen, aber ich brauche auch ewig lang. Aber das ist zum Ausweichen am besten. Scheißdreck. Oh Gott. Verdammt, jetzt ist meine Ausdauer ein wenig. Ich bin verlangsamt wegen dem Eiszauber. Scheiße. So, jetzt bin ich wieder verlangsamt. Verdammte, das ist jetzt kacke. Oh Gott. Ich muss den Atronach einfach nur mit meiner Klinge treffen. Dann müsste der verschwinden. Ja! Geklappt. So, jetzt tue ich in meine andere Hand. In einer Hand zum Viecher verschwinden lassen. In die andere Hand meinen Zauber. Ah, stirb doch. So. Hey, das geht ganz gut. Oh Gott. Oh nö! Ach, wie er mich one-hitted. Ah, das ist das doof, Marian. Keine Rüstung. Kein. Aber apropos Rüstung. Um an Rüstung zu kommen, kann ich einfach auf Veränderung gehen. Da gibt es Rüstungszauber für Magier. Und da gibt es sogar einen Skill, den kann ich mal kurz zeigen. Und das werde ich auch noch tun. Ich will darauf so vieles gehen. Naja, egal. Was gibt's denn da? Magierrüstung, ist es das? Schutzzauber wie Steinhaus sind zweimal so stark, wenn keine Rüstung getragen wird. Genau, das ist es. So kann ich auch als Magier mit Magierklamotten, ohne Rüstungswert, nur Kleidung, kann ich hier Steinhaut benutzen. Apropos Steinhaut, den hatte ich auch Favorit, aber ich habe ihn rausgeschmissen in der letzten Folge. Mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich tue. Ich sollte mir ja Drogen nehmen. Definitiv. Wo war jetzt Steinhaut hier? Steinhaut. Wo bist du? Beständiger Schutz. Das ist der Schildzauber. Die tue ich doch auf Favoriten. Ich habe zu viele rausgeschmissen. Eichenhaut habe ich nur. Habe ich auch Steinhaut? Das ist der... ach, scheiß drauf. So, dann werde ich mal jetzt Steinhaut schon mal casten. Kerzenschein, leicht. Oh mein Gott, ich brauche viel mehr Hände. Zwei Hände reichen gar nicht. Was ich in meinem nächsten Kampf brauche, ist Steinhaut caste ich vorher. Dann brauche ich noch hier den Schildzauber hier. Wo ist er? Leichter Schutz hier, den Schildzauber. Dann brauche ich noch mein Schwert, damit ich den Atronach verschwinden lassen kann. Und dann brauche ich noch meinen Feuerball. Ich brauche echt mehr Hände. Schade, dass man es nicht einen Zauber gibt, dass man 8 Hände kriegt oder so. Da brauche ich aber auch mehr Maustasten. Pfaff. Ach, scheiße. Was mache ich denn jetzt? Entscheiden wäre mal von Vorteil. Mal gucken. Jetzt habe ich rechts. Was ist das denn für ein Zauber? Oh, das war der Magika-Zauber. Den könnte ich auch mal eigentlich benutzen. Ah, Gleichgewicht, scheiße. Ich wollte leichter Schutz oder wie auch beständiger Schutz ist das, ne? Jo. Jo, das ist der Schildzauber. Und dann rechts werde ich mein Schild mal reinpacken. Mein Schwert, meinte ich. So, jetzt habe ich es genau falsch rum. Links Schild, rechts Schwert oder so. Oder umgekehrt. So. Gut. Den kann ich trotzdem... oh, verdammt. Oh Gott. Scheiße. Oh, war ja weg mit dir. Oh, scheiße, das nützt echt nichts. Ich wollte ja noch Steinhaut... oh mein Gott, ich habe den falschen Zauber benutzt. Im Kampf wechsle ich nicht so gerne Zauber. Weil dann muss ich von WASD weggehen und die Zahlentasten benutzen. Deswegen wähle ich immer vor dem Kampf lieber die Zauber aus. Naja, theoretisch geht das schon. Aber dann besteht auch die Gefahr, dass man sich die Finger verknotet. Oder bricht.
Frostatem. Was? Ich benutze auf jeden Fall Feuerblitz. Mal gucken. Und. Yo, Atronach, ganz wichtig. Der kann ja mitkämpfen. So. So. Eichenhaut, dann, den habe ich auch vergessen. Damit ich nicht direkt tot bin. So, jetzt glänze ich. Dann das und Feuerblitz. So. Schwert habe ich jetzt links. Yo. Jetzt müsste ich ready sein. Für alles, was so kommt. What? Nicht genug Magika? Verdammte. Ich wusste, dass ich was vergessen habe. Wie ich es wusste, ey. Scheiße, jetzt habe ich. So. So, aber zum Glück habe ich meinen Atronach. Wenn ich keinen Mana habe, dann hat der wenigstens noch irgendwas. Und meinen Zauber habe ich auch. Meinen Zeitverlangsamen zum Ausweichen besser. Oh, bleib weg, ey. Aber der One-Hit-Reich, das war ja mit der Zweihand-Axt. Zum Glück habe ich meinen Atronach, wie gesagt. Wenn ich keinen Mana habe, dann wenigstens der. So, jetzt muss ich nur noch einmal draufschlagen. So. Jetzt einmal Quicksave. Im Kampf Quicksave ich nicht gerne, weil das kann sein, dass man dann direkt stirbt. Wenn man im Kampf Quicksave. Oh, scheiße. Scheiß Eismann. Oh, du lässt meinen Atronach im Boden. So. Wenn ich jetzt meinen getroffen hätte, dann wäre der weg gewesen. Auch. Komm schon. Das macht auch Scheiße. Oh, das Skelett ist ja noch. Habe ich ihn auch. Oh, mein Atronach ist away. Dann muss ich mal kurz heilen. Scheiße. Mann. So, jetzt brauche ich erstmal eher Heilung. Ich weiß nicht, war das der Beschwörer? Ich glaube ja. Gott. Das ist. Das, ich mag den Zauber nicht. Der ist immer so unvorhersehbar, wie er gecastet wird. Man sieht gar nicht die Castanimation. Auf einmal schießt er so ein Pfeil aus der Hand raus. Man sieht auch kaum hier die Dingens, den Zauber, die, das Leuchten der Hand, weil die haben die gleichen Farben wie... Ach, ich muss mich jetzt konzentrieren, sonst verkacke ich den Kampf noch. Ich speichere mal kurz, so. Oh Gott, ich habe keinen Mana mehr. Das meine ich damit. Wenn sich das wenigstens schneller regenerieren würde unten links, man sieht, es ist viel zu langsam. Ich meine, es geht schon, aber da muss man dumm rumrennen. Ah, oder ich lasse mich einfach treffen und absolviere somit das Mana. Ja, genau so. So macht man das. Gib mir dein Mana. Bastard. So, jetzt werde ich den erstmal... Den Kill werde ich jetzt zelebrieren mit einem beschworenen Schwert. So. Und mit zwei beschworenen Schwert. So. Uah! Aber scheiße. Ich mache so wenig Schaden mit dem Schwert, dass ich nicht mal den Endstoß geschafft habe. Komm, stirb. Das sah aus, als ob der gestorben ist, weil er vor die Wand gerannt ist. So. War ein langer Kampf, muss ich sagen. Egal. Action. Ah, Ebenerz. Oh, Ebenerzbahn. Wenn ich ein Schmied wäre, würde ich jetzt, würde ich stark lullierend hier rumrennen und, noch mehr Ebenerzbahn. Wette. Immer diese Schädel hier. Schade, dass man den anderen... Hui. Dazu sage ich mal nichts mehr. Das habe ich ja schon in der letzten Folge. Dieses kranke I am your grandma Video, ey. Das ist so... Ein wenig schämt man sich fremd, weil es irgendwie ein wenig peinlich ist. Und gleichzeitig Kopfball. Verstörend und, ja, verstörend und... Kopfball. Warte, Moment. Dann gehe ich mal... Ach, was ich noch bemerken muss. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, zocke ich jetzt in der Ego-Perspektive. Das ist aus dem Grund, ich kann mal ein paar Sachen zeigen. Zum Beispiel in dieser Perspektive versuche ich das Ding mal hochzuheben. Wie man sieht, passiert nichts. Da gibt es vielleicht schon Mods für. Ich habe noch keine gefunden. Ich wüsste auch nicht, wie man die nennen sollte, wonach ich da suchen müsste. Aber wie man sieht, in der Ego-Perspektive kann ich das hochheben und bewegen. Wenn ich jetzt rauszoome, dann kann ich das nicht mehr bewegen. Nur noch so, indem ich... Ja, das geht auch nicht gut. Aber so kann man... Oh, Ektoplasma. Mal mitnehmen. Glühstaub ist das. Und außerdem, wenn ich mal so hier... Das kann ich mal kurz demonstrieren. Sucht euch mal... Guckt mal auf den Punkt, auf den das Fahnenkreuz jetzt zeigt. Zauberbeschwören. Und da prallt es auf. Und wenn ich jetzt rauszoome, dann sieht man... Man sieht... Moment mal. Ja, in Kampf gehen.
Dafür brauche ich gar nicht schießen. Hier, das Fadenkreuz, wo es ist, jetzt. Der Zauber geht. Ja. Genau. Der Zauber geht in. Das ist nicht korrekt mit dem Fadenkreuz und dem Zauber. Wie man sieht, ist das sowieso auf einer anderen Stelle. Ich schieß mal, dann kommt das etwas rechts. Also eben. Entsprechend der. Ich mach mal Doppelzauber, dann geht's direkt in die Mitte. Wie, ja, so. Damit kann ich das am besten zeigen mit dem Doppelzauber. Geht's direkt aufs Fadenkreuz. Ja. Und wenn ich das jetzt so mache, geht's auch direkt aufs Fadenkreuz. Ja, das ist jetzt auch ein scheiß Beispiel. Das ist manchmal, wenn man aus dieser Perspektive spielt, dann trifft das nicht so toll. Na gut, jetzt klappt das, aber manchmal nicht. Ach, ist auch scheißegal. So hat man auf jeden Fall mehr Übersicht. Was sollten wir tun? Dort bleiben und mit ihr zusammen sterben? Sie wollte nicht weitergehen. Wir hatten keine Wahl. Ein mächtiger, großer Seelenstein. Wir bleiben alle zusammen. Zu wem redet der? Seine kleinen Kumpels sind gar nicht hier. Naja. Wow, genau. Das hier ist jetzt der letzte Raum dieses. Der letzte Gegner von Labyrinthion, den man da sieht. Wie man sieht. Den können wir uns jetzt angucken. Der ist inaktiv, solange die Typen da auf ihn das Schild casten. Beschwören. Whatever. Da. Das ist mein Gegner. Mein letzter. Der hat's auch. Und der hat den Stab des Magnus in der Hand. Und falls ihr nicht wisst, wer oder was das ist ein Drachenpriester. Ja. Großes haben wir doch schon getötet in diesem Let's Play, oder? Aber dessen Maske konnten wir nicht gebrauchen. Aber wie ihr euch denken könnt. Da das hier für die Magier-Quest ist, hat der eine Maske, die gut für Magie begabt ist. Apropos, dann werde ich noch zwei Mods einbauen. Zum einen, na gut, das darf ich jetzt eigentlich noch gar nicht sagen, den Spoiler für die, die es nicht kennen. Aber zum anderen, vergesst die andere Sache, das erkläre ich hinterher. Auf jeden Fall brauche ich zwei Mods, vielleicht wissen einige schon welche. Die eine wird sein, dass diese Maske hier keinen Rüstungswert mehr hat. Das wäre nämlich sonst leichte Rüstung. Und das ist für Magier, die keine Rüstung tragen, wie ich das vorhab, nicht so toll zu gebrauchen. Weil die leichte Rüstung benachteiligt die dann. Und ich finde, die hätten das irgendwie machen müssen, dass man die Rüstung ändern kann irgendwie. Ach, keine Ahnung. Wirklich. Ich glaube, ich werde den Kampf hier, den folgenden, mit epischer Dragonborn. Oh, eine Kiste. Mit der Dragonborn-Mucke untermalen. Elfendolch. Orkischer Fall. Ring des starken Richters. Fertigkeit schweres zum Blablabla. Jo. Okay. Ich bin etwas nervös, weil ich habe den Drachenpriester sind immer ziemlich. Die sind übler als Drachen eigentlich. Von der Kraft her. Von ihrer Kampfstärke. Dann werde ich mal mein Dingensbums beschwören hier. Oh Gott, ey. Das liegt ja auch nicht daran, dass der nicht beschworen wird, weil das außer Reichweite ist. Weil, wenn es außer Reichweite ist, dann wird das rot, das. Oder auch nicht. Ach, ich dachte, das wird rot, wenn außer Reichweite ist. Das wird anscheinend nur rot, wenn man zum Beispiel ins Wasser beschwören will. Das heißt, ich bin immer aus der Reichweite und es wird mir nicht angezeigt, dass meine Beschwörung außer Reichweite ist. Und deswegen wird einfach mal nichts beschworen. Das ist auch dämlich, muss ich gerade bemerken. Ich dachte immer, wenn es nicht rot ist, dann ist es in der Reichweite. Und habe mich immer gewundert, warum es nicht beschworen wird. Aber man kann die Reichweite per Skill erhöhen, aber trotzdem wusste ich das nicht. Du stirbst mal. Oh, die halten ja auch mehr. Oh, Scheißdreh. Hör auf, mich noch zu schwächen, bevor Magiker regeneriert sich 50% schneller. Gib es mir einfach. So, jetzt speichere ich noch einmal vor dem letzten. Dann töte ich den von hier aus. Aber das Gute an dem Drachenpriester hier ist, da kann man gut Hit and Run machen. Man kann sich hier verstecken von weiten Magiker auffüllen und. Oh, jetzt ist er schon frei. Scheiße. Muss ich den schnell entsorgen. Komm schon! Oh, scheiße! Greift der. Ja, der greift schon an, der Drachenpriester. Verdammt. Komm schon. Verdammt, ich sehe nichts mehr. Heilung, Heilung, Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich volle. Ich sollte. Oh, Scheiße, stirb doch einfach. Drecksvieh. So, jetzt verziehe ich mich mal. Oh, Lex. Jetzt verziehe ich mich mal zurück.
Heilen auf einer Hand und Feuerball in der anderen. Weil ich brauche auf jeden Fall Heilung und Schutz. Ist mein Dings schon weg? Gott. Oh Gott, da kommt er. Morokai ist das, der Drachenpriester. Sturmatronak. Oh, da beschwört auch noch ein Sturmatronak. Ja, super. Also das ist natürlich ein magisch, magiebegabter Gegner. Oh Gott, guck mal, wie wenig HP der verliert an, durch sein. Ist mein Atronak noch da? Wahrscheinlich nicht, der ist schon. Oh Gott, ich absorbiere noch den Großteil seiner. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss den töten. Ich kann jetzt nicht mein Schwert beschwören. Das wird zu viel Zeit dauern. Zu lange dauern, meine ich. Oh, jetzt ist der da auch noch. Scheiße. Ja, nix mit Hit and Run, wie man sieht. Schade, dass man auf die Feuerbälle oder beziehungsweise die Zerstörungszauber nicht die Fähigkeit legen kann, beschworene Kreaturen zu töten. Das ist perfekt. Aber mit Heilen habe ich ja schon den anderen Drachenpriester, soweit ich mich erinnere, getötet. Oh Gott. Dummerweise bin ich jetzt ziemlich leer von allem. Ich benutze nicht so gerne Tränke, ist die Sache. Oh, no, oh, wie hat der mich denn jetzt getroffen? Der stand doch gar nicht hinter mir, der stand über mir. Auf dem, oh, der Kampf wird jetzt scheiße. Huh. Huh. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Den sollte ich auf jeden Fall direkt ausschalten. Der hat nämlich stark genervt am Anfang des Kampfes. Und der Atronak nervt auch. Ich sollte ihn eigentlich... Wie mache ich das denn jetzt? Oh Gott. Auf jeden Fall Schutzmauer Eichenhaut auf mich legen. Dummerweise habe ich in Veränderungen noch nichts geskillt. Beschworenes Schwert. Und Heilung. Oh Gott, ey. Dann töte ich den mit meinem beschworenen Schwert mal. Oh, shit! So viel zu meinem Schwertskill. Schön dran vorbeispringen. Ach, stirb. Okay, ich mach gar keinen Schaden. Aber es war ja klar eigentlich. So, stirb einfach. So. Ich habe jetzt die Haut drauf, die Dingenshaut. So, mal gucken, das macht auch keinen Schaden wahrscheinlich. Ja. Die haben so sau viel HP, die Gegner, das ist das Problem. Oh, und das habe ich gekillt, weil mein Atronackenschutz nicht mehr gefunzt hat. Das schützt mich, glaube ich, gar nicht. Also null gegen Magie, das Ding. Diese Eichenhaut, die ich habe. Ja, wie soll ich ihn dann genug Schaden machen und gleichzeitig mich selbst schützen? Ehrlich gesagt. Ich könnte auch einen Tag warten, um hochgeboren wieder zu nutzen, aber... was benutze ich denn? Oder ich gehe super offensiv drauf, mit beiden Zaubern einfach drauf klatschen. So, das wäre das eine und du bist das andere. Das Einzige, was genervt hat mit hier weithändigen Zaubern, war ja auch das... der Atronak da, den er beschworen hat. Mal gucken, ob das schon ready ist. Nein, natürlich nicht. Ich hätte warten sollen. Könnte ich jetzt einfach draufballern. Scheiße, jetzt beschwert er sein Atronak war. Also, wenn ich so weitermachen würde, ich kann ja mal meine ein paar Tränke benutzen. Ich habe ja gesagt, weil ich benutze nicht so gerne Tränke, wie gesagt. Ich könnte die mir auch auf Tasten legen, aber dann verliere ich die Übersicht immer. Ich glaube, ich mache mal einen Quicksave, so. Der ist ja eh gerade auf meinen Atronak konzentriert. Wieso habe ich überhaupt so wenig Magika-Tränke? Ich habe echt keine. Zusätzliche, das erhöht die maximale Magika um 20. Aber das kann ich auch nicht. Ich habe jetzt auch nichts mehr für Magika. Ohne Scheiß. Okay, ich würde sagen, ich bin am Arsch. Vielleicht hätte ich doch nicht einen Quicksave hier machen sollen. Ich weiß es nicht. Solange der kein Atronak beschwert ist, eigentlich ist das einfacher. Sehr viel einfacher. Ach, ich weiß, was ich tun kann. Wenn ich keinen Magika habe, dann werde ich einfach Stäbe benutzen. Wofür habe ich die sonst? Hier. Boah.
Ja, der ist perfekt. Der ist von Großes, glaube ich. Der Stab der Feuerbälle. Ich werde ihn jetzt hier, man kann die aufladen mit T und dann kann man da Seelensteine auswählen, um die zu füllen hier. Natürlich braucht er sehr viel von dieser, von diesen Dingern, weil, ja, der ist auch fett verzaubert. So, jetzt ist er voll. Jetzt kann ich mit dem benutzen. Und was macht der? Magikaschan, genau. Den habe ich ja schon bei Großes benutzt, glaube ich, oder? Egal. So, jetzt habe ich den. Oh, scheiße. Bitte töte mich nicht. Oh, nein, nein, das wollte ich nicht. Lass mich in Ruhe. Oh, ich brauche Magika. Ich will mich doch nur einmal heilen. Bleib weg. Zum Glück hat er den Pfeil, dann sehe ich immer, wo der ist hinter der Säule. So, jetzt einmal Quick Save. So, und jetzt könnt ihr sehen. Bam! Na gut, so viel Schaden macht das auch nicht. Aber es ist lustig. Und ich brauche mir um Magika keine Sorgen machen mit dem Stab. Da. Und das ist AOE. Da brauche ich nicht so genau zielen. Aber das macht echt wenig Schaden. Das ist schon so ein starker Zauber. Das ist der Adeptenzauber. Dann kann ich natürlich auch jeden Zauber, der auf dem Stab ist, kann man auch selber lernen. Fast jeden. Außerdem von Golde, so mit dem Magikaschan. Wieso greift er eigentlich nicht an? Was tut der? Nee, Heilung brauche ich nicht. Komm schon. Boah, ein Zauber zieht aber ziemlich viel ab, wie man sieht. Oh. Ja, so müsste der Kampf gelingen. Um das mal so zu sagen. Immer ein bisschen rum. Oh, scheiße, den habe ich daneben gesetzt. So. Einmal so machen, dann sieht man auch, wie das aussieht. Ups. Und schon schieße ich daneben. Oh, ich habe ihn, glaube ich, noch mit der Flamme getroffen. Wenn der Stab gleich leer ist, dann kann ich einfach wieder auffüllen. Ich habe noch ohne Ende Seelensteine eigentlich. Die Seelensteine, die mache ich ja auch selber voll. Das habe ich ja durch den Zauber, dass meine beschworenen Waffen, wenn ich einen Gegner töte, automatisch aus der Seelenfalle setzt und die einsammelt, die Seelen. Der Kampf ist irgendwie ein bisschen... Okay, mein Stab ist leer. Finde noch irgendwer, sich das pervers angehört hat, dass mein Stab leer ist. So. Oh, das verbessert ja Verzauberung. Was? Oh, ich habe ihn weggeschmissen. Mein Stab, mein Stab. Ah, gib mir meinen Stab. Oh, so. Feuerbälle, da. T. Noch einen gewöhnlichen Seelenstein. Dann ist er wieder voll, so. Einfach immer schön. Ich glaube, nicht ich glaube, das ist so. Wenn ich hier durch einen Stab Zerstörungszauber benutze, dann verbessert sich auch mein Zerstörungsskill. Das ist überhaupt stark verbunden mit seinen eigenen Zerstörungen. Oh! So. So, und der letzte. Bam! Assi. Da geht er down. Da geht er down. Yeah. Ja, ich würde sagen, der Bessere hat gewonnen. Und da sieht man seine Maske. Da ist der Morokai. Und seine Maske gehört nun mir. Die Story zu den Drachenpriestern habe ich ja schon erzählt. Das war eben ein Bündnis aus einst Menschen, die die Drachen verehrt haben. Deswegen heißen sie auch Drachenpriester. Weil... Und... wie viele waren das nochmal? Acht, genau. Acht. Acht Drachenpriester mit je unterschiedlichen Masken. Ich erzähl's dir einfach mal nochmal. Und hier ist der Stab des Magnus, wegen dem ich hier bin. Und Morokai. Magikarine regeneriert sich 100% schneller. Ja, was das bedeutet, könnt ihr euch denken. Ach, das mit den Drachen muss ich nicht nochmal erzählen. Das habe ich ja in der letzten Folge erzählt. Also... Wo ist denn jetzt hier Morokai? Da. Da ist er. Und man sieht leichte Rüstung. Ich werde eine Mod benutzen, die macht das hier zu Kleidung. Also dann brauche ich hier nicht... Ah, aber sie sieht episch aus, oder? Und meine Magika regeneriert sich 100% schneller an. Ich werde mal kurz demonstrieren. So. Feuerbälle. Ja, das ist doch schon besser als vorher, oder? Und es sieht episch aus. Und passt, dieses Blaue. Aber, wie gesagt, ich zocke jetzt aus der Ego-Perspektive. Perspektive. So. Jetzt muss ich nur noch den Ausgang finden.
ja, hier war ja auch noch die Kiste, wo mich Morokai gerade abgeknallt hat, als ich sie nehmen wollte. Ein makelloser Amethyst und 5 orkische Pfeile. Die scheiß Lederarmschienen brauche ich nicht. Ja, die habe ich schon. Ja, so, jetzt erzähle ich halt mal in Ruhe mit den Drachenpriestern. Es tut mir leid, oh. Meine Freunde. Es tut mir so leid. Ich hatte keine Wahl. Es war die einzige Möglichkeit, sicherzustellen, dass dieses Monster niemals entkommt. Ich verspreche euch, so etwas lasse ich nicht noch einmal geschehen. Ich werde diesen gesamten Ort abriegeln. Okay. Ja, mit den Dingern hier. Drachenpriestermasken. Oh Gott, jetzt habe ich auch noch den Faden verloren. Wird das überhaupt noch heute? Warte, ich glaube, ich sollte es lassen mit dem Erzählen von den Drachenpriestern. Weil ich habe es ja sowieso schon lang und breit erklärt. Ja, die haben die Drachen als, ja, ich weiß nicht, ob als Götter verehrt. Jedenfalls haben sie die Drachen verehrt zu ihrer Zeit. Und zur Belohnung haben die Drachen sie nicht nur verschont. Sie nicht nur verschont. Talmor? Was willst du? Ich stelle gar keine Frage, stirb einfach. Estormo. Stirb, Talmor, Dreck. Oh, herrlich. Und vor allem in der Ego-Perspektive. Oh, jetzt bin ich zu schwer belastet. Oh, geile Frisur. Die blaue Magikerrobe, davon habe ich eh zu viele. Oh, die kostet nur 50. Kann ich ihn hochheben? Jo. Das heißt, ich kann ihn auch wegspringen. Komm schon. So. Geht's hier überhaupt lang? Ja, und zur Belohnung haben die Drachenpriester mit Teilen ihrer Kräfte ausgestattet. Ich glaube, die Magirum behalte ich mal und schmeiß was Wertloseres weg für mich. Zum Beispiel, die Verzauberung kann ich gut gebrauchen eigentlich für später. Irgendwann mal. Was schmeiß ich denn dann weg? Den Elfenpanzer bräuchte ich eigentlich nicht. Aber ich will das auch nicht wegschmeißen, ich will das eigentlich lagern, bunkern. Nein. Oh Gott, was nehme ich denn jetzt? Was schmeiße ich weg? Scheiße. Ich hasse sowas. Bluträuber. Elfendolch, Gewicht 4, weg damit. Ja, jetzt bin ich wieder unterm Limit. Da kann ich die mal wieder aufnehmen. Einmal Quicksave und weiter. Ja, und die Drachenpriester wurden von den Drachen mit einem Teil der Kräfte der Drachen ausgestattet. Das hat sie natürlich, aber was seltsam ist, die sind jetzt stärker noch als die Drachen selber, die Drachenpriester. Die wurden ja nur mit einem Teil der Kräfte der Drachen und nicht, und irgendwie sind die stärker, kommt mir es vor, als die Drachen. Wow, zum Glück bin ich hier oben. Komm her. Na, dann werde ich mal meinen Atomnack da hinten beordern. So. Jetzt kämpfe. Hinter mir auftauchen kann der wohl nicht. Ha, tötet. Mal gucken, ob ich hier rüber kann. Yo. Wo ist denn der scheiß Troll? Da ist übrigens ein Drachenschrein. In die Richtung. Wenn man oben auf den Kompass mal guckt. Aber ich muss mir jetzt mal kurz auf den Troll. Trollface. Wo ist er? Hier, wo muss er sein? Da. Aber der hat jetzt auch keine Chance mehr. Hi, Jugend! So. Trollfett, brauche ich nicht. Alchemie, damit beschäftige ich mich ja nie. Ich weiß, es kann nützlich sein, genau wie Verzauberung, aber das ist mir... Das ist so langatmig irgendwie. Das ist das gleiche wie die Berufe bei WoW damals. Da, Alter, ich war so... Ich hasse Berufe. Naja. Aber hier muss ich mich da ja nicht durchquälen.
Und mehr ist es für mich nicht als eine Qual. Ja, komm her. Warum ist mein Atronach schon wieder weg? Was? Der One-Hit mein Atronach? Es geht ab. Zum Glück hat mein Atronach noch die Explosion. Ha, Juken! Oh mein Gott. Jetzt kann ich. Ah, da ist noch ein Troll. Ich spiele. Aber ich krieg den bestimmt nicht hochgehoben, oder? Nö. Ah. Aufpassen. Nicht, dass der Troll gleich hinter mir steht und mich umklatscht. Hui. Stier! Den Arsch verbrannt. Oh Gott. Ja, da wirst du wütend. Ja, so schnell kann man schießen, wenn man das gut timet mit den Zaubern. Immer laden, loslassen, laden, loslassen, abwechselnd. Aber ich finde das ziemlich, das fordert ziemlich viel Konzentration, muss ich sagen. Weil irgendwie hat man immer den Drang, beide gleichzeitig zu drücken. Naja, das lernt man mit der Zeit. Oh, da fällt mir ein, es sind schon 36 Minuten um. Ich werde mal hier ein Ende machen. Dann ist das eben ein längerer Part. Ist ja nicht unbedingt schlimm. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.